Immer schön in Bewegung bleiben. Tot? Ich glaub schon. Okay, nur ein Leben. Ich dachte, hier wäre noch ein Gegner hinter. Oh, kleine Mini-Pilzchen. Also klein waren die gar nicht. So, hier sind wieder die komischen Pflänzchen. Okay. So, was hast du zu erzählen? Wer bist du? Roscoe. Nimm dich vor Kampffröschen in Acht. Sie sind echt gemeingefährlich. Kampffrösche? Das war mal so ein friedlicher Sumpf. Schöne Tasche. So, hier haben wir, glaube ich, alles. Dann fliegen wir erstmal hier rüber. Weil da geht es, glaube ich, nicht weiter. Ja, wow. Schön, dass sie dann auch so im Wasser versinken. So, hier waren die. Wunderschön. Da hinten will ich wohnen. Oh, diese schönen großen Blätter, die hier rausragen, ne? Oh. Achso, welche Richtung? Ich glaube, wir mussten erst da hinten rein, ne? Ich glaube, wir mussten erst hier hinten rein, wenn man dann wieder oben irgendwie rauskam oder so. Oh. Haben wir das jetzt auch schon mal gesehen? Leute, was denn? Ich bin tot. Ich wollte gerade schon sagen, was denn los hier, aber... Ich glaube, da bin ich auch gestorben im Let's Play. Damals. Du Mals. Ah, hier sind wir wieder. Ich habe noch kein Leben von diesen Perlen bekommen, ne? Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass sie zurückgesetzt werden. Nach einer Zeit. Also nicht nach einer Zeit, sondern wenn wir sterben oder so. Im Original wäre es nicht so gewesen. So, jetzt gehen wir das Ganze mal mit... Oder auch nicht. Oh, gleich kriegen wir Leben. Okay. So. Jetzt ihr beide noch. Haben wir das auch geschafft. Da oben ist nämlich der nächste Drache. Ein kleiner Speicherpunkt. Damon. Danke, dass du mich befreit hast. Ich glaube, ich sitze hier fest, seit ich in deinem Alter war. Oh nein. Ich weiß noch, damals. Ich muss los. Bis dein Leben mich erinnert hat, habe ich heute noch einen Wikipedia-Artikel drüber gelesen, weil mich interessiert hat, wo der Typ noch mitgespielt hat. Und zwar, als man den eben gerade von weiter weg gesehen hat, den Drachen mit seiner Brille und so, hat er mich voll an den Schauspieler von Kasper erinnert. Also diesen Disney, ist das ein Disney-Film? Ich glaube schon. Mit dem Kasper-Geist. Und da gibt es ja diesen erwachsenen Typen.
Der hat mich voll an den erinnert. Wahrscheinlich nur wegen der runden Brille. Aber irgendwie weiß ich nicht. Aber als man dann... Die Nahaufnahme war dann ja nochmal auf sein Gesicht und dann habe ich mir gedacht, nee. Aber so die erste Einstellung hat mich schon irgendwie an den erinnert. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Weil ich habe mir dann die Filme angeguckt, die er so gemacht hat. Also wo er mitgespielt hat und da war dann irgendwie doch nichts dabei, was ich kannte. Ich habe da auch nur schnell drüber geflogen. Kann auch sein, dass da was doch dabei war, nur ich habe es nicht gelesen. So. Ach Gott. Frau Punkfee, guten Tag. Hübsch. Auch schön hier mit dem kleinen Tümpel. Hat die Musik sich gerade an eine Höhle angepasst? Vom Klang her? Wenn ja, wäre das sehr cool. So, ist hier unten noch was? Nee. Grüner Sparks passt doch sehr gut hier unten hin. So. Zeke! Danke, dass du mich befreit hast. Es gibt Schildkröten, die sehen auch vom Gesicht genauso aus, mit dieser komischen Nase. Oh, ich brauche ein Hühnchen. Sonst bin ich gleich tot. Uah, gut, dass der den getroffen hat. Ein Fischchen. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja genau, komm du mal her. Ich will nicht sterben. Kannst du erstmal zu mir kommen, Schweinchen? Das wäre sehr lieb von dir. Und dann kann ich mich um die beiden hier kümmern. So. Ich muss das jetzt zwar alles alleine einsammeln. Aber Hauptsache... Ich sterbe nicht. Die war auch gut versteckt. Ja, durch den Rasen irgendwie sieht man manche Edelsteine nicht so. Zum Beispiel die Kiste hier, die hat man... Ich habe gedacht, das wäre irgendwie eine Blume. So. So, hier sind noch Kisten. Die man kaputt rennen kann, obwohl da ein Schloss... drauf abgemalt ist. Bubba! Ich sag dir, was du mit den Kreaturen machen sollst. Mach sie platt, Spyro! Stampf auf sie drauf und mach sie platt! Wie wär's mit Vorstürmen und Grillen? Schließlich sind wir Drachen. Süß. Ding. So, dann... Kommen wir mal hier rüber. Yeah. Auch ein sehr schönes Türkisgrün. Das Wasser. Okay. Da haben wir alles, da müssen wir aber so wie... Ah, guck mal hier. Einen Edelstein übersehen. So schön hier, ne? Im Original eigentlich nicht so. Aber hier ist echt... Könnte man Urlaub machen. So, haben wir einen Schlüssel oder sowas? Haben wir nicht, ne? Dann müssen wir hier die letzten... Nicht die letzten Edelsteine sein, dann habe ich wieder irgendwo was vergessen. Tja, 9 Stück. Wo seid's hier? Ah, Sparks haben wir auch keine mehr.
Sparky, Parky, wo bist du? Da ist ein Hühnchen. Ja. Ja. Das heißt ja, das ist ja beim Ende. Ist hier nochmal irgendwas? Nee. Ja dann. Das zeigt immer nur auf den einen Punkt. Was ist Sparks eigentlich? Ist es jetzt männlich oder weiblich? Weil ich sag manchmal die Sparks, manchmal der Sparks. So, jetzt sind wir hier wieder am Ende. Da! Gut versteckt. Ist trotzdem noch nicht alles. Oh, den habe ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen, weil der hier im hohen Gras lag. Aber wahrscheinlich haben sie die Funktion dann auch eingebaut. Haben wir alles. Ja, jetzt habe ich gar nicht nach den Fertigkeiten geguckt. Nein. So. Die Musik, ey. Das ist so lustig. Gut. Hochlanddorf. Das war das erste Level da vorne. Ne? Da gehen wir jetzt sowieso hin. Meine Ohren tun langsam ein bisschen weh von den Kopfhörern. Mal ein bisschen anders hingemacht. Ich muss mir irgendwann mal andere kaufen. Ach, guck mal. Das ist ja cool. Die haben den extra weggebeamt. Weil er uns direkt angegriffen hätte. So, das Hochlanddorf ist das mit, wie diesen schießwütigen Futzig, die so Mini-Panzer haben, die eigentlich keine Panzer sind, da, weil man damit nicht rumfahren kann, sondern einfach nur so rumlaufen. Ich meine, das wären die. Oder? Okay, hier war kein elektrischer Bodenschaden. Also normalen elektrischen Schaden dürfen wir erleiden, nur halt nicht vom Boden. Okay. Sollten wir doch hoffentlich hinkriegen. Aha. Verkackt! Oi. Echt gut versteckt hier, ne? Den Pflanzen davor. Ich finde diese Hütten hier so süß, ne? Ach man. Das sieht auch cool aus hier mit diesen Feuern. Das war aber kein Bodenschaden, mein Freund, ne? Wenn ich jetzt gleich das Ding nicht krieg. Jetzt gleich vor allem, wir haben ja eben gerade erst mit dem Level angefangen. Oh, guten Tag. Sind sie auch gerade hier gespawnt? Ah, hier konnte man langlaufen, wusste ich gar nicht. No skydiving. Wildisch auch nicht. Wildisch. Was ist das für ein Wort? Wildisch.
Ob es dafür eine Trophäe gibt, wenn man es trotzdem macht? Gesundheit, Dennis. So, hier dürfen wir jetzt keinen Schaden erleiden. Claude. Oder Claude. Keine Ahnung. Vorsicht, Spyro. Hierzulande haben die Norks die Elektrizität entdeckt. Und die brennt ganz schön. Oder auch britzelt. So. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Trophäe dann kommt, wenn wir das Level beenden. Oh, guck mal. Aber ich gehe mal davon aus, dass die kommt, wenn wir alle Spritzelfuzzis getötet haben. Glaube ich. So, die wird wahrscheinlich kaputt gehen von da oben irgendwo. Ja, da ist einer gewesen. Hier ist nix. So. Die Musik gefällt mir hier nicht so. Ich glaube, die hat mir im Original auch schon nicht so 100% gefallen. Okay. Holen wir uns mal den Drachen. Wer bist du? Cyprin oder so. Sehr gut, Spyro. Eines Tages kannst du allen Drachen von deinen spannenden Abenteuern erzählen. Oh ja, aber jetzt will ich vor allem raus aus diesem Sumpf. Tja, hat er sich breit gemacht. Okay. Machen wir erstmal hier unten. Weil das, ich sehe schon wieder kommen, wenn ich das nicht mache, dann werde ich das vergessen. Blink, blink. Wunderschön. Wunderschön. So, da war noch ein No Skydiving Schild. Ich hätte noch direkt ein No-Diving direkt daneben gemacht. Huch. Das war knapp. Das war sehr knapp, was ich da gerade fabriziert habe. Einer ist jetzt noch da oben. Ich denke mal, wenn wir den kaputt machen, dann werden wir den Skillpunkt bekommen. Oder auch nicht. Doch, Hammer. Sehr schön. Ach, ich bin so dumm. Ich dachte, das wird dazugehören. Und dass man dann da hochspringen könnte. Na gut. Oh, das war krass. Sehr knapp vom Runterfallen.
Ah, okay. Wir müssen doch hier lang. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Oh, mehrere gibt's hier sogar. Von den Raketis. Ach, da hinten ist auch noch eine Kiste. Okay. Macht Sinn, macht Sinn. Ich hoffe mal, dass wir jetzt alle Edelsteine haben. Wenn nicht, müssen wir wieder Sparks einsetzen. Könnte hinkommen. Ja! Wunderbärchen. 100% abgeschlossen. 100%. Und wir haben auch den Punkt da. Gut, den nächsten gibt es dann beim Boss dieser Welt. Aber da sind wir noch nicht. Da sind wir noch lange nicht, oder? Nee, doch, nee, nee. Treetops kommt noch dazwischen. So, ab nach Hause. Genau, wunderschöne Zahl. So, dann betreten wir Treetops. Wie hieß das nochmal? Baumwipfel? Baumwipfel, genau. So, da bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht. Kann man auch Kamera drehen? Ne, wir können nur rumfliegen. Kamera drehen können wir leider nicht. Mir gefällt, dass da oben dieses Gesicht. Aber das hat man vorhin auch, glaube ich, schon mal gesehen in dem einen Level. Und die Beinchen sehen anders aus. Gut, aber wir machen hiermit Schluss. Und dann können wir da beim nächsten Mal gucken, ob in dem Startmenü, ob es dann ein Level-eigenes Bild gibt oder ob das nur auf die Welten bezogen ist. Ja, ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen und dass wir uns bei meiner nächsten Aufnahme wiedersehen werden. Tschüss!